So we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this and I know. Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir den Christmas Creepy Elevator, Leute. Ja, eigentlich wollte ich mit euch ja heute nochmals Call of Duty aufnehmen, aber leider gibt es jetzt wieder ein Update und es dauert wieder ein bisschen, bis das Update fertig installiert ist. Aber ja, ansonsten, auf jeden Fall, wenn das Update fertig geladen ist, wird es dann wieder weitergehen in der nächsten Folge in Call of Duty. Ja, und es passt auch ordentlich, diesen Elevator, denn eben, es ist ja bald Weihnachten und ich freue mich auf jeden Fall heute richtig darauf. Okay, was ich richtig nice schon mal finde, Leute, ich könnte mich hier theoretisch im Weihnachtsbaum drin verstecken. Ja, bis jetzt kam nicht viel Schlimmes auf uns zu, Leute. Es sollte eigentlich... Wow! Oh, shit! Oh, Leute, ich kann mich verstecken hier. Holy moly, ey. Alter, das hat mich jetzt aber erschreckt. Scheibe! Alter, ich dachte, die seht mich nicht. Ich wollte mich hinter dem Weihnachtsbaum verstecken und eine Zeit lang konnte ich auch überleben, aber ich fand komisch, dass es nicht länger funktionierte. Okay, Leute, ich bleibe auf jeden Fall hier. Ja, eben, es passt richtig zu Weihnachten, Leute, und eben, bald ist ja auch Weihnachten und cool, wie es hier drin schneit und wie der Weihnachtsbaum natürlich hier drin steht. Oh, Flurschi Guy. Oh shit, oh shit, oh nein, ah nein, oh nein, 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 nein. Nein, 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 du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Oh mein Gott, ey, ja, das ist wirklich creepy, Leute. Oh mein Gott. Ja, und jetzt hat es plötzlich hier den Nein! Alter! Ey, wie hat er mich von... Okay, Leute, alles klar. Ich glaube, ich hätte nur abhauen sollen. Das tue ich jetzt auch in diesem Fall. Oh, ich gehe hier rein. Ey, mach Platz. Oh, gut. So, ich bin wieder im Lift drin, Leute. Eben, auch cool, wie der Boden voll Schnee ist und so weiter. Das passt also richtig zu Weihnachten, Leute. Und deswegen heißt es auch Christmas Creepy Elevator, Leute. Heute dürfte es auf jeden Fall richtig spannend werden. Weiter so, würde ich sagen. Ja. Erste Aktion war schon mega gruselig. Also ich habe mich erschreckt. Flur Halloween. Okay, es ist zwar kein Halloween mehr, aber... Ja. Ist jetzt halt bei einer Welle drin. Okay, also bis jetzt bemerke ich nichts, aber eben... Es kommt immer zuletzt, Leute. Es ist immer so, Leute. Es kommt immer zuletzt. Oh, ich könnte sogar noch Licht machen. Okay, mache ich jetzt aber in diesem Fall nicht. Wow! Wow, Scheibe, Mann! Alter! Das ist einfach so ein Killer, der uns alle eliminieren möchte. Holy moly, den habe ich jetzt wirklich nicht bemerkt. Okay, ich hab's überlebt, Leute. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass etwas Gruseligeres kommt, aber ja, war jetzt in diesem Fall nicht so gruselig, Leute. Aber trotzdem macht dieser Christmas Creepy Elevator eine Menge Spaß auf jeden Fall. So, dann würde ich mal sagen, bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Gannis House. Okay. Wow, Scheibe, ja. Oh nein, ah nein, nicht diese Figur schon wieder, die kennen wir doch von den anderen Elevator. Nein, bitte nicht diese. Alter, die kennen wir doch. Oh mein Gott, ich verstecke mich jetzt hier. Ich hoffe, die finden mich nicht. Ja, wieso macht ihr Licht an, Mann? Das ist doch... Das bemerkt man doch.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, so. Jetzt ist es vorbei, wir haben es überstanden, Leute. Ja. Eben, das kennen wir ja, das mit diesem Gannys Haus. Haus, das kennen wir ja schon. I see you. Das haben wir, das habe ich gekannt, Leute. Aber mal schauen, ob jetzt etwas Neues kommt. Flur-Interview. Attention all SCP personnel. Please evacuate the facility immediately. Okay. Blast doors will be closed in 5 minutes. Please start evacuating now. Wow, Alter, was? Wow, shit, was fällt hier? Was fällt hier von der Decke? Alter, dieses wow. Dieses Teil hätte mich umbringen können. Okay, Leute, es ist nicht gerade erschreckend alles hier, diese Wellen, aber es ist einfach auch spannend, Leute, ne? Okay, ja, bis jetzt ist nichts weiteres mehr passiert. Mega easy eigentlich, ne? Trotzdem macht es Spaß, auch wenn es im Moment nicht gerade so krass ist und so krass creepy wird, wie es eigentlich sein sollte. Und diese Musik beruhigt mich immer wieder, Leute, irgendwie. Aber ich wette um ein Haar, dass wieder gegen Ende irgendwann, dass es dann wieder sicher richtig creepy wird, vielleicht. Okay, jetzt in der Schule, Leute. Floor School, okay. Wow! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Wow! Alter! Was kommt hier für ein Typ, ey, okay? Also creepy ist es auf irgendeine Art schon, Leute. Aber Alter, da kommt jetzt so ein Typ mit dem Schlagstock. Alter Schwede. Keine Ahnung wieso, aber... Für mich ist es irgendwie nicht gruselig, Leute. Für mich ist es tatsächlich einfach nicht gruselig, ey. Ja, das klingt wie ein Rennwagen, ey. Und wir haben es überstanden, Leute. Für mich war das jetzt überhaupt keine gruselige Aktion. Im Gegenteil, ich fand es irgendwie noch ziemlich witzig, irgendwie. Also, es macht einfach Spaß, Leute, ne? Es macht einfach ordentlich Spaß. Das muss ich einfach zugeben, ey. Einfach zu geil. Pocket Dimension. Dimension. Okay. Ja. Bitteschön. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay, ich bin wieder hier. Gut. Ja, ich würde sagen, machen wir doch weiter, Leute. Ja, schauen wir, ob etwas Neues kommt. Wenn sich wieder alles wiederholt, dann eben beende ich natürlich die Folge. Aber eben, ein paar Wellen möchte ich mit euch schon noch spielen. Okay, lol. Geht's jetzt weiter oder nicht? Kann ich hier jetzt ernsthaft mit X Pakete öffnen? Warte mal. Nee, kann ich nicht. Okay, dann eben nicht. So, wir müssen jetzt wieder eine Weile warten, Leute, bis es hier mal weitergeht. Keine Ahnung, wie lange das Ganze hier dauert. Ah, jetzt geht's weiter, Leute. Jetzt geht's weiter. Mal schauen, wie creepy das jetzt wird, Leute. Floor Sever, okay. Ja komm, lass mich doch durch! Wow! Alter, ich kann da nicht einmal durch, ey! Okay, da kann man anscheinend gar nicht durch. Ich dachte, da kann man rausgehen. Okay, ja, ich bleibe jetzt in diesem Sinn hier. Und das war schon alles, oder was? LOL. Ah, jetzt kann ich mal raus, ne? Okay, also wenn jetzt das alles war...
Okay, Leute. Anscheinend war das alles. Ich glaube, es kam schon ein Verfolger, aber er hat mich auf jeden Fall nicht erwischt. Wow. Wow. Oh shit, Alter, ja. Das wird jetzt langsam schon mit der Zeit gruselig. Alter, dieses Teil hat mich jetzt einfach so umgebracht. Kommen wir mal. Wir machen weiter. Jetzt kommt langsam wirklich die spannende Phase. Ja, jetzt muss ich hier wieder im Lift warten, ey. Okay, ja, für mich eben irgendwie nicht mehr alles so gruselig, Leute. Vor allem die Musik entspannt mega und ja, dieses Skelett, als ich es angeschaut habe, dachte ich zuerst, es sei Slenderman, aber nee, einfach so ein Skelett, das mich dann, oder so ein Mensch, der mich umgebracht hat, einfach berührt hat und plötzlich bin ich tot. Aber so richtig gruselig war es gar nicht irgendwie. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, nobody survived. Okay. Ist wahrscheinlich das nächste, oder? Keine Ahnung, was. Gut, Leute. Ja, ich würde sagen, wir machen noch zwei Wellen. Und nach diesen zwei Wellen, würde ich sagen, beende ich dann für heute die Folge. Ich würde sagen, noch diese und die nächste. Und dann wäre es das auch schon. Oh, Freitag der 13., Leute. Jetzt kommt es richtig geil. Wow! Alter! Der hat mich einfach von hinten angegriffen. Scheibenkleister! Alter, der hat mich einfach von hinten angegriffen. Mal schauen, ob ich entkomme. Jetzt bin ich aber mal richtig gespannt. Okay, Leute, er hat mich einmal erwischt, sonst nicht. Gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die letzte Welle. Leute, ich bin jetzt mal gespannt, ob diese Welle noch creepy wird, ein bisschen creepy oder gar nicht creepy, oder ob sie jetzt wirklich creepy wird. Mascar in Texas, okay. Das klingt aber auch spannend. Killer, oh, das steht es schon. Oha, ja, das ist spannend. Oh shit, der Typ mit der Kettensäge. Oh nein, oh nein. Geh rauf. Ja, hier oben kriegt er mich nicht, Leute. Ich bin einfach auf dem Silo, ey. Hier oben kriegt er mich auf jeden Fall nicht, ey. Das ist dieser Kettensäge-Killer-Typ. Der ist hier unten, ich sehe ihn. Ja, der kriegt mich nicht. Gut. So, wir haben es so quasi auch wieder überstanden, Leute. Ja, ihr seht, der kriegt mich nicht. Aber ziemlich cool hier auch, wie diese Farm hier aussieht. Wirklich wie in Texas. Wie in Texas, Leute. Einfach richtig, richtig cool, ne? So. Ja, Leute, und an dieser Stelle würde ich sagen, war es das natürlich auch schon für diese Folge, Leute. Mir hat das auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, Leute, und ich hoffe euch natürlich ebenfalls. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alle noch einen schönen Abend, Leute. Macht's gut und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Let's Play, Leute. Und ja, haut rein, Leute, und tschüss.